Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue. Und wie versprochen, segeln wir jetzt direkt auf die nächste Hauptmission zu. Wenn ich mich recht erinnere, geht's noch um... War das jetzt... die Indianer haben wir. Adivali? Ich glaube, Adivali ist unser nächstes Ziel. Ich glaube, so war das. Nee, Liam nicht. Nee, Adivali. Das war das mit der Seeschlacht. Seht, was der Wind uns da bringt. Ahoi und guten Morgen, Gentlemen. Wieder einmal war uns Captain Cooks Findigkeit von Nutzen. Ich habe den Mann ausgemacht, den ihr sucht. Adivali? Ganz genau. Zuletzt war er in einem französischen Fort, 2 Stunden flussaufwärts. Und was sucht der Lump in einem französischen Fort? Sein Schiff ausbessern, nehme ich an. Nach Louisburg. Danke, Master Cook. Wir übernehmen. Lebt wohl und gute Reise, Gentlemen. Vielen Dank. Das Fort liegt dort vor uns. Gut. Dann frischen Mutes voran. Auch der gute Apfel. Segel setzen! Bewegung! Schotten dicht! Halbes Segel! Volles Segel! Bewegung! Kein Smalltalk? Nutzen wir den Wind! Oh. Vater zu Volk ist das Körper. Diese Flüsse sind nicht tief genug für ein hochseetüchtiges Schiff. Es ist fast unmöglich zu manövrieren. Auf Beweglichkeit kommt es nicht an. Nun, ich will nicht herausfinden, worauf es ankommt. Halten wir uns fern. Wir können es umschiffen. Bleiben wir einfach auf kleineren Flüssen, wo es nicht folgen kann. Und bleibt möglichst unentdeckt. Wir wollen keine unerwünschte Aufmerksamkeit. Warum bringen die Franzosen so ein Schiff landeinwärts? Mit fortschreitendem Krieg werden sie immer verzweifelter. Sie tun alles, um mehr Feuerkraft zu erhalten. Nichts gegen Captain Cook, aber die Lady hat mehr Feuerkraft als alles, was ich bisher zu sehen die Ehre hatte. Ist nicht wirklich mein Typ. Wisst ihr, die Franzosen haben einen gewissen Charme. Habe ich euch je von Madame Marionette erzählt? Das ist nicht ihr echter Name, aber... Richtig. Ich kenne einen guten Ort, wo ihr von Bord könnt. Segelt los! Wie lautet der Plan? Schießen wir das vor? Es wäre tollkühn, das Fort einfach zu stürmen. Ei, wir müssen wissen, woran wir sind. Ich kümmere mich darum. In der Tat. Suchen wir einen sicheren Ankerplatz. Und soll ich da reinschleichen? Mann im Wasser! Ich glaube, er lebt! Ja, ist weit weg. Und zwischen den ganzen Minen, das ist doof. So, hier ran. Ich bleibe mit ihr hier und schütze sie. Viel Glück, Shay. Ich mache mir mein Glück. Master Kenway. Öl der Spins. Ah, die Wahl, die ausfindig machen, okay. Ja. Schön hier oben rum. Oh, fuck. So, du leg dich mit irgendwelchen Freunden von ihr an, da unten sind welche. Wir hätten ihn doch lieber einschläfern sollen. Könnte der rum wie so ein Huhn, was wir den Kopf abgeschlagen hätten.
Berli. Gibt es eigentlich eine optionale Aufgabe? Nee. Der Synchronisationspunkt. Schauen, ob wir Adivali so direkt sehen oder nochmal genauer gucken müssen. Groß soll der Mond ein bisschen randalieren. Und du auf der Seite. Der ist ja krass drauf. Oh, Herzinfarkt. Die scheinen nur zu trainieren. Okay. Durch das Ding erschossen, alles klar. Morrigan, da. Kapiere, der entkommt. Blieb er doch nun stehen und kämpfte. Adewale hat die Wahl der Waffen und der Schlachtfeld. Und auf seinem Schiff. Ansonsten schwimmen wir nach Hause. Das Zusehen ist enger.
Sorge, Sir. Haha, weil unser Schiff so krass aufgerüstet ist, hat also Vali keine Chance. Ah, die Vali ist ein Charakter. Die Vali hat sein Schiff gestrandet! Eine neue Taktik. Er rettet seine Crew. Nein, er kämpft sein letztes Gefecht. Enttäuschen wir ihn nicht. Zwanker. Folgt ihm, Shay. Ich versuche, ihn zu umgehen. Das war ein Charakter, den wir auch gespielt haben. Und ihn sollen wir jetzt töten. Schon ein komisches Gefühl. Halt! Okay, wir sind ziemlich weit in die Mitte des Insels. Nebenmission keine. Okay, hier ist Hazen. Ihr seid schnell, Junge. Aber nicht sehr schnell. Fuck. Ja, war eindeutig, dass es nicht so einfach für gegen ihn. Hat er uns einfach gepiekst. Mit der versteckten Klinge. Ich werde von oben für Ablenkung sorgen. Nehmt einen anderen Weg. So, versuchen wir es nochmal so rum. Wir müssen uns da nicht durch die komplette Insel kämpfen. Das haben schon Jüngere vergeblich versucht. Das Gespräch fand ich relativ interessant. Naja, er segelte mit Edward. Hazems Vater. Huh?
I've got a good line on him from here. I have a shot. Ready to fire. Es tut mir leid. Vergebt mir, Adewale. Du redest von Vergebung, Kind. Die Hölle wartet auf dich. Dann betrete ich sie mit Stolz. Wissend, das Richtige getan zu haben. Es ändert nichts. Achilles hat bereits, was er braucht. Und ich töte jeden Mann, der ihn verteidigt, wenn ich muss. Es darf ihm nicht gelingen. Du bist jetzt ein Monster, Shay. Vielleicht ja. Kommt. Jetzt bin ich traurig. Das hat er mir nicht angezeigt. Oh, wir rutschen aus dem Animus. Loot, nein, ich wollte ihn wenigstens noch looten. An diesem Punkt ist der Krieg noch nicht vorbei, aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich jetzt ganz auf die Assassinen konzentrieren. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. ...1759, New York. Wie steht es um die Vorläufersache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um eine Crew aufzustellen, Chevalier. Taub hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Wir müssen Hopes Versteck finden. Die meisten Banditen von New York gehorchen ja jetzt. Ich sollte zum Großmeister. Ja. Gute Werke zu tun, werter Sir. Ich würde gerne helfen. Ich habe noch nicht genug Stoff. Zum Großmeister gehen wir zu Hazel. Es steht derzeit nicht gut. Die Assassinen können die Vorläuferschatulle in Gang setzen. Sie planen schon eine Expedition. Dann müssen wir sie aufhalten. Hope hat hunderte Männer. Und die Obrigkeit tut rein gar nichts. Was, wenn wir uns für sie ausgeben? Und ein so großes Verbrechen begehen, dass sie diese Briganten nicht mehr ignorieren können. Klingt nach einem guten Plan, Jack. Mach das. Ich muss wissen, wo die Assassinen stecken. Täusche ich mich, oder will er, dass wir Ärger anzetteln? Macht euch einen Spaß draus, Shay. Schnappt sie, Shay. Wir brauchen die Kleider. Du hast recht. Schneller! Komm schon! Ich bin zu jung zum Sterben! Schnell, du Idiot! Sonst sind wir beide tot! Keep dreaming, you foolish curse! Dich kriege ich auch noch.
Ja. Oh, nun? Na. Oh. Geben wir nicht erbärmliche Gauner ab? Nein. Ich heb das Niveau. Was ist das Ziel? Via Migra. Wir müssen schnell sein. Ein Regiment ist bereits unterwegs zu dem Fort, wo die Münzen lagern. Toll. Sicher habt ihr einen Plan? Da sind viele Gefangene. Geht rein, hisst die Bandenfahne. Dann befreie ich sie. Ihr wollt Verbrecherpack befreien, das für die Assassinen arbeitet? Nun, wir müssen die Armee auf sie lenken, oder nicht? Denkt dran, ihr hisst die Fahne. Ich sorge für den Aufstand. Was sind das für Truhen? Entschuldigung. So, und jetzt müssen wir noch die beiden und dann, ja, 2 Minuten bis zur Verstärkung, das ist okay. Zwei Truhen haben wir, glaube ich, noch zu holen. Böser Wicht, du. Ach, da hinten sind noch 2 Scheiße. Das noch in die Zeit. Sieht gut aus. Mehr oder weniger gut. Nein, mach nicht so einen Unfug jetzt. Na hoch, schnell, schnell, schnell. Gott, gerade so.
So, und nun lässt er die Gefangenen frei. So, und an dieser Stelle werde ich mich auch schon verabschieden. Wir sind schon wieder kurz vor Überlänge oder in der Überlänge. Und ich weiß noch nicht, ob die Folge, die Fortsetzung heute rauskommt oder morgen. Das werden wir dann sehen. Oder werdet ihr dann sehen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst. Und sonst, ja, ein Abo wäre klasse. In der ritterlich Heizmasse. Was? Naja, auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao.